ungebetener Besuch, warum die Justiz heute früh gleich an 10 Orten Hausdurchsuchungen im Fall Grasser durchgeführt hat. Ende einer Flucht, wieso Ratko Mladic, einer der meistgesuchten Kriegsverbrecher der Welt, nach 16 Jahren doch noch verhaftet wurde. Dazu Live-Schaltungen zu unseren Korrespondenten Christian Werschütz in Belgrad, Andreas Pfeiffer beim G8-Gipfel in Deauville und wir erwarten Valentin Inzko, den hohen Beauftragten für Bosnien und Herzegowina in Sarajevo. Das große Zählen. Was bringt die leichte Steigerung der Beteiligung bei der ÖH-Wahl? Wir haben erste Trends. Die ZIP 2 mit Lou Lorenz-Dittelbacher. Guten Abend, meine Damen und Herren.